Der Begriff Altersdiabetes trifft es schon lange nicht mehr. Denn auch immer mehr junge Menschen erkranken jedes Jahr neu an Diabetes Typ 2. Einer Hochrechnung zufolge leiden derzeit bereits mehr als 5000 Kinder und Jugendliche an der Erkrankung, die, wenn sie nicht erkannt wird, sogar bis zu Amputationen oder zur Erblindung führen kann. Bei der Zuckerkrankheit unterscheidet man einmal in den Typ 1 Diabetes. Das ist der erbliche Diabetes, der tritt meistens im Kindesalter auf, ist sofort insulinpflichtig, der Patient. Und man kann im Endeffekt nichts groß dagegen machen. Der Typ 2 Diabetiker ist der erworbene Diabetes, wenn man so will. Dass auch immer mehr Kinder an Diabetes Typ 2 erkranken, hänge mit zunehmendem Bewegungsmangel und ungesunder Ernährung zusammen. Jedes dritte Kind im Alter von 8 bis 12 Jahren sei aktuellen Studien zufolge zu dick, was das Erkrankungsrisiko deutlich erhöhe. Diabetes ist eine sehr, sehr heimtückische Erkrankung. Es gibt keine Schmerzen, sondern es sind eher schleichende Anzeichen. Häufig haben die Patienten erstmal bloß einen extremen Durst, vor allem nach süßen Getränken. Sie müssen in der Nacht oft sehr viel Wasser lassen. Das sind so die ersten Anzeichen. Aber wirklich fundiert kann einem nur der Arzt übers Blut Auskunft erteilen. Vor allem der Langzeitwert, der sogenannte HbA1c, zeigt an, wie der Blutzucker sich über einen längeren Zeitraum verhält und ob da eben die Gefahr auf Diabetes besteht. Wird Diabetes diagnostiziert, muss der Patient medizinisch optimal eingestellt werden und einige Grundregeln beachten. Eltern können natürlich was für ihre Kinder tun, um Diabetes vorzubeugen. Da gehört auf alle Fälle natürlich die gesunde Ernährung mit Vollkornprodukten, mit zuckerarmen Nahrungsmitteln dazu, vor allem keine Getränke mit hohem Zuckeranteil, vor allem Vollkornprodukte, Obst und Gemüse, die eben sehr, sehr langsam den Zucker ins Blut abgeben. Und natürlich Sport, Bewegung und eben auch die Freude an der an draußen sein, an Spielen. Und ich denke, das ist der beste Schutz, den man den Kindern mitgeben kann. Denn auch wenn es keine Garantie gibt, von der Krankheit verschont zu bleiben, so ist ein vernünftiger Lebensstil immer noch die beste Vorbeugung. Spielerische Tipps dazu vermittelt beispielsweise eine spezielle Ausgabe des Familienspiels Carcassonne. Es ist im Einzelhandel und vielen Büchereien erhältlich und wurde kürzlich vom Bayerischen Gesundheitsministerium vorgestellt. Damit das Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil schon von klein auf gefördert wird.